Hallo, liebe Oldtimer-Freunde. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Ausgabe des Lord George Classic Talk dabei seid. Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, dass Sprüche wie Frauen können nicht Auto fahren, Frauen können nicht einparken, sportliche Autos sind sowieso nichts für Frauen, richtig nerven können. Denn auch wir Frauen können durchaus Reifen wechseln. Ich habe das zumindest schon mal getan, nebenbei auch einen Endtopf repariert oder ich erinnere mich bei meinem ersten Fahrzeug, da habe ich den Seilzug des Fensterhebers reparieren müssen, sonst wäre das im Sommer nichts gewesen mit Arm raus, wie wir das damals noch gemacht haben. Naja, es war damals natürlich auch irgendwie ein bisschen cooler, als man alles noch selber machen konnte, zumindest für meinen Geschmack, wenn ich ehrlich sein soll. Ich mag da doch eher das Mechanische als das Elektronische viel, viel lieber. Aber unter uns, es gibt so richtig coole Petrolhead-Ladies da draußen. Und ich bin da vor einem Jahr auf einen Blog gestoßen, der da heißt girlsgarage.de. Und da habe ich die Geschichte einer ganz tollen Frau gelesen und die möchte ich euch heute vorstellen. Ich freue mich sehr, dass die Kfz-Meisterin des Teams, die liebe Sarah, heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Sarah. Hallo! Ja, Sarah, du bist eines der Gesichter hinter dem Blog Girls Garage. Was hat euch inspiriert, diese Plattform zu initiieren? Also ich bin jetzt nicht direkt das Gesicht dahinter, sondern es ist die liebe Julia. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich auf diesen Blog gestoßen bin. Auf jeden Fall sind wir irgendwie in Kontakt getreten und ich habe meine Hilfe angeboten, eben auf technischer Seite. Und da eben jeden, der da auf die Seite möchte oder auch die Frauen eben hinter diesem Team, also die Julia oder eben auch girlsgarage.de zu unterstützen. Ja, also du sagtest es, du bist so das technische Gesicht dahinter. Ich habe das so ein bisschen verfolgt. Du hattest ja in der Tat einen sehr, sehr steinigen Weg in der doch sehr männlich besetzten Branche. Und es wäre ein abendfüllendes Programm, wenn du uns jetzt von dem gesamten Weg berichtest. Aber vielleicht kannst du so kurz zusammenfassen, was war denn für dich dein größtes Learning? Was hast du daraus mitgenommen? Oh, schwierig, das größte Learning. Einfach nicht aufgeben, würde ich sagen. Dranbleiben, nicht aufgeben, seinem Ziel, seinem Traum einfach treu bleiben. Das heißt, dranbleiben, du bist auch manches Mal vor viele Widerstände gestoßen, gehe ich mal aus. Ja. Allerdings hast du das große Glück gehabt, dass du doch aber auf familiärer Seite da von vornherein ein gutes Backup und viel Unterstützung hattest, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Richtig, und ich glaube, das ist mitentscheidend. Ja. Ich denke auch immer, man braucht auch die Menschen um einen herum, die an einen glauben. Also natürlich, wenn man auch in allererster Linie an sich selbst glauben sollte. Ja, irgendwann hat das dann geklappt mit der Ausbildungsstelle und du hast dann diesen Weg auch wirklich immer wieder weiter verfolgt, so dass du dann direkt die Meisterschule dran angeknüpft hast, richtig? Direkt nicht, ja. Nach 3 Gesellenjahren habe ich mich entschlossen, spontan den Meister zu machen. Also von dort an, wo man dann durfte, man muss ja nach der Ausbildung erst immer noch mal so ein paar Gesellenjahre. Nee, das gibt's nicht mehr. Ach, das gibt's nicht mehr, alright. Aber wie war das damals? Waren viele Frauen mit in der Meisterklasse? Ich war die Einzige mit 63 Männern. Wow. Zumindest was den technischen Teil, die 2 technischen Teile betrifft, weil der Meister besteht aus 4 Teilen. Einmal Theorie, einmal Praxis, dann Lehrlingsausbildung, Pädagogik und eben noch Rechnungswesen. Und bei den letzten 2 Teilen, da waren auch noch 1 oder 2 Frauen dabei. Super, aber am Ende, das ist das Wichtigste, du hast dich durchgesetzt und es ist so weit, dass du, wie auf dem Blog durchaus auch immer schon mal ein paar technische Tipps gibst, was ich ganz, ganz wertvoll finde. Du bist ja auch selber ein wirklicher Oldtimer oder nein, ein Autonarr, aber ich habe auch festgestellt, also gerade so ein paar US-Cars, US-Oldtimer sind da durchaus dein Steckenpferd, aber ich glaube vielmehr, man könnte sagen, dass du da auch eine gewisse Sammelleidenschaft hast. Darf ich mal fragen, wie viele Autos oder motorisierte Gefährte stehen gerade so in deiner Garage?
Also erst muss ich sagen, dass US-Cars nicht mein Steckenpferd sind. Das kam wohl falsch rüber in dem Blog oder in dem Artikel. Ich habe zwar Blut geleckt, was die USK-Fahrzeuge oder USK-Branche betrifft, weil ich dort 3 Jahre eben meine Erfahrungen sammeln durfte. Mein Steckenpferd ist eindeutig VW und BMW. Mein erstes Auto war oder ist ein Golf 2. Und den habe ich immer noch. Das ist mein Baby, mein Schätzchen, mein Ein und Alles. Und dann kam es eine zum anderen. Es hat auch nicht lang gedauert, bis ein zweites Auto kam, weil das Auto natürlich für den Winter zu schade wurde. Ja, und so hat sich das Ganze ergeben. Aktuell sind wir, ich glaube, bei 9 Fahrzeugen, davon 3 BMWs, ein restaurierungsbedürftiger Käfer und ein Motorrad. Sehr schön. Ein teures Hobby, aber es ist einfach Hobby. Es ist eine Leidenschaft, sagst du. Ja. Sehr schön. Also das heißt, die Sarah trifft man durchaus dann auch mal auf Teilemärkten. Das ist dann ihr Shopping-Paradies, ihre Shopping-Mall, wo sie sich vergnügt. Sarah, sozusagen. Ja. Also ich kann nur allen da draußen empfehlen, schaut euch mal die Geschichte von Sarah an. Das ist wirklich sehr, sehr interessant unter www.girlsgarage.de, aber auch in den klassischen Social-Media-Kanälen ist Girls Garage zu finden. Aber ja, die gesamte Story liest man in dem Blog, wirklich sehr, sehr interessant. Abschließend, was würdest du dir wünschen, also für deine Zukunft und bei der Erfahrung, die du gemacht hast? Geht es dir um Anerkennung und Gleichberechtigung oder jetzt, wo du das alles durchlebt hast, also Gleichberechtigung für Frauen in der Branche natürlich, oder jetzt, wo du das alles durchlebt hast und auch mittlerweile einfach bei dir angekommen bist und deinen Weg gegangen bist, schaust du da gar nicht mehr mit Groll drauf zurück und sagst, ich wünsche mir eher viel Kohle und ein Team, um meine eigene Garage aufzumachen? Ich wünsche mir Gleichberechtigung vor allem und dass es keinen Unterschied machen sollte, welches Geschlecht welchen Job ausübt und dass dort nicht so viele Vorurteile einfach gibt, dass die Menschen weggehen von Vorurteilen, von Rollenklischees, von dem Frauenbild oder auch dem Männerbild. Natürlich auch Thema Tuningbranche, wenn man natürlich nicht weggeht von den halbnackten Frauen überall, die sich vor den Autos regeln. Natürlich ist es schön anzuschauen, aber dann werden wir nie von diesen Rollenklischees wegkommen. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also irgendwie gehört das dazu in dieser Szene, das ist so. Und ja, ich sage auch, okay, es ist schön anzuschauen, aber es verfestigt tatsächlich eben dieses Klischee, ne? Dass die Frauen diejenigen sind, die sich da vorne einmal ein bisschen drauf rumregeln dürfen und die Männer, die Ahnung davon haben und so ein Fahrzeug fahren dürfen, was absoluter Nonsens ist. Also da, richtig. Ja, das Teil, ich glaube auch, dass es ein Vorurteil gegenüber Männern ist. Also es gibt nicht jedermann steht auf Autos oder nicht jedermann kennt sich mit Technik oder mit Autos aus. Nur da, glaube ich, ist dieses Vorurteil in Anführungsstrichen nicht so groß. Also dass man sagt, man geht automatisch davon aus, dass ein Mann sich damit auskennt. Da wird gar nicht hinterfragt, ob es vielleicht anders ist. Ja, das stimmt. Das stimmt, das ist so, das gehört dazu natürlich. Man muss sich doch mit Autos auskennen und jedermann steht auch auf schnelle Autos. Das wird auch oftmals unterstellt. Dabei ist das auch nicht an der Tagesordnung. Und nicht alle Männer, die auf Autos stehen, stehen aber dann auf die Frauen, die sich darauf rumregeln. Ne? Also ich bin da ganz bei dir. Wir müssen da wirklich immer noch leider, aber immer noch in unseren Köpfen dafür sorgen, dass wir da einfach Mauern einreißen und offener sind für alles. Ja. Ja, liebe Sarah, du kommst frisch aus der Werkstatt. Ich danke dir ganz herzlich. Du bist schnell nach Hause geeilt, um diesen Termin wahrzumachen. Wir hatten es ja schon lang auf unserer To-Do, aber irgendwie kam immer was dazwischen. Deswegen freue ich mich und danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Nochmal an alle da draußen, schaut euch die Geschichte an. Das ist wirklich ganz interessant, womit Sarah durchaus so zu kämpfen hatte und was sie dann aber doch für einen Weg gegangen ist. Also ich ziehe meinen Hut vor dir. Ich finde das ganz, ganz großartig. Und ich wünsche mir, dass es ganz viel mehr von diesen Frauen da draußen gibt. Und wenn ihr welche kennt und sagt, hey, da gibt es auch noch mal eine tolle Geschichte dahinter, die sollte in jedem Fall zu Sabrina an den Classic Talk, dann freue ich mich, wenn ihr hier unten einfach einen Kommentar hinterlasst.